Hi, Paul Kramer hier vom Videocheck, wie man verblichenes Plastik am oder im Auto wieder dauerhaft, vor allem dauerhaft schwarz bekommt, zeige ich euch in diesem Video. Das Geheimnis steckt quasi in dieser Kiste. Ab geht's, viel Spaß nach dem Intro, geht's weiter. Und ich habe was gefunden, das ist auf jeden Fall besser als diese Mittel und es hält auch dauerhaft. Es kommt allerdings nicht direkt aus dem Kfz-Bereich, ist aber super dafür anzuwenden. Ich würde sagen, wir gucken mal in die Kiste. Das Ganze sieht so aus, nennt sich Restorite. Ich habe das schon mal ausgepackt, deswegen ist die Folie dahinter schon weg. Und wie man sieht, das ist eigentlich für Gartenmöbel oder alle anderen ausgeblichenen Oberflächen. Da war jetzt nochmal mit dabei Handschuhe und hier so eine Putztücher und nochmal so ein Schwamm. Wenn ihr das macht, macht das bitte mit Handschuhe. Ich mache das jetzt hier ohne im Video. Aber wie gesagt, der Hersteller empfiehlt, das Ganze mit Handschuhen zu benutzen. Wir tragen das jetzt mal auf und dann erzähle ich da ein bisschen was zu. So, also Verarbeitung ist ganz einfach. Ein paar Tropfen drauf machen auf dem Schwamm und dann reiben wir das Ganze ein. Und das Schöne ist, das wird jetzt schwarz. Also es färbt sich dunkel und es bleibt sogar schwarz, also es verliert nicht die Farbe. Wir brauchen ungefähr 24 Stunden, bis das ganz eingetrocknet ist und danach gibt es quasi so eine neue Oberfläche und auf dieser neuen Oberfläche bzw. diese Oberfläche härtet aus und es wird dann nicht mehr blass. Das funktioniert jetzt nicht nur bei Plastik, das ist auch bei diesen Metallsachen, wo der Lack so blass geworden ist. Also ich meine jetzt nicht Autolack, sondern eher so lackierte Gartenzäune oder irgendwelche Metalltische oder Holztische, wo der Klarlack schon so ein bisschen matt geworden ist. Da kann man das drüber streichen und dann sieht das wirklich aus wie neu wieder. Und vor allen Dingen, es hält auch dauerhaft. Nämlich jetzt hier auch diese Gummis, die werden natürlich mit der Zeit ein bisschen spröde. Die kann man dann wieder reaktivieren, sodass die gut aussehen und schön glänzen. Wichtig ist, den Schwamm sollte man natürlich nach der Benutzung nachher wieder auswaschen, denn hier sammelt sich enorm viel Dreck von der Oberfläche. Oder diese Sprays, Innenraum-Cockpit-Spray. Und das Problem ist bei diesen Sprays, die stinken enorm. Und die haben auch das Problem, dass die so statisch wirken. Also man hat das Gefühl, dass der Staub da förmlich dran klebt. Und das ist so eine schmierige Oberfläche. Und das hier habe ich jetzt vor 2 Tagen hier eingerieben. Und das ist eine trockene Oberfläche. Und da haftet kein Staub dran. Und es fängt auch nicht an zu glänzen, sondern es ist einfach schwarz, so wie es von vornherein sowieso schon war. Also alles, was irgendwie matt geworden ist, da streicht man rüber und man muss bloß ganz wichtig eben alles 12, 24 Stunden ausbleichen lassen bzw. aushärten lassen. Also das zieht da richtig ein und das ist dann hinterher eine trockene Oberfläche. Ich würde es auf jeden Fall am besten in der Garage oder im Carport hinstellen, das Fahrzeug, und dann mit leicht geöffneten Fenstern das Ganze durchlüften lassen. Also es riecht nicht irgendwie nach Chemie und es wird auch trocken und fest und ist dann eine neue Oberfläche im Prinzip. Also hier auch nochmal ein ausgeblichener Metallzaun, den können wir hier schön einreiben und das sieht dann nach 10, 20, 30, 40, 100 Tagen immer noch so aus. Also es ist auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied und das ist kein Öl oder sonst irgendwas, was man da aufträgt, sondern es ist wie so eine neue Klarlack-Oberfläche, die jetzt quasi hier auf diesen Zaun hier aufgetragen wird. Das ganze Zeug reicht für bis zu 20 Quadratmeter. Das ist natürlich, kommt immer darauf an, wie sparsam man mit diesem Zeug umgeht. Ich meine, das Zeug, das ist nicht ganz billig, aber auf die Dauer gerechnet, wenn man sich jedes Mal wieder neue Kunststofftiefenpflege kauft, dann macht dieses Mittel hier in meinen Augen auf jeden Fall mehr Sinn. Vor allen Dingen, es stinkt nicht und es lässt sich wirklich gut verarbeiten. Okay, kommen wir auf jeden Fall zum Fazit. Negativer Punkt ist natürlich der Preis, der ist natürlich echt der Hammer. Auf der anderen Seite muss man natürlich gegenrechnen, lohnt sich das, wenn man jetzt mal überlegt, wie viel man sonst für die anderen Mittel aufgibt, auf die Dauer, weil man hier wirklich ein dauerhaftes Ergebnis hat. Das Ergebnis zweifellos ist auf jeden Fall top, allein schon das Armaturenbrett. Und deswegen super. Wir müssen natürlich beachten, dass wir das Ganze eben 12, 24 Stunden einziehen lassen. Und das ist natürlich ganz wichtig und gut auslüften lassen. Was ich auf jeden Fall super finde, es stinkt nicht und es lässt sich gut verarbeiten. Und deswegen bekommt es von mir 4,5 Sterne, einen halben Stern Abzug natürlich für den Preis. Aber ansonsten ein super Produkt, wo ich jetzt auch keinen Vergleich für hätte oder irgendetwas Ähnliches gesehen hätte. Da gibt es ein Patent drauf auf diese Formel. Wer sich dafür interessiert, ich habe euch das unter dem Video in der Infobox verlinkt. Und das könnt ihr bei eBay, bei Amazon und sonst wo bekommen. Aber wie gesagt, den Link findet ihr unten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Lasst ein Abo da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis morgen, euer Paul. Ciao.